So, hallo, ganz kurz. Der Strich 8er, wo schon 25 Jahre steht, also TÜV, haben wir glaube ich schon mal gefilmt, abgelaufen. Tank ist beim Überarbeiten. Das ist jetzt unser Behelfstank dahin. Habe ich einen mit dem Anschluss im anderen Auto hinten drin. So, Benzin ist neu. Die Kraftstoffleitungen aus Metall sind durchgespült. In der Werkstatt sind die Batterien abgeklemmt. Da haben wir jetzt alles soweit eingestellt. Die Kerzen sind ja neu und die Zylinder, Ventil haben wir mit unserem Endoskop alles angeschaut. Kein Rost dran, Lauffläche gut, hat man auch schon mal geölt, durchgedreht. Wasserpumpe ist neu, Kühlermittel ist neu, Vergaser ausgebaut. Also wir haben jetzt alles soweit hergestellt, dass der praktisch starten kann. Die Kraftstoffleitungen sind schon entlüftet, also wir haben das schon im Kreis rumsauen lassen daheim, wodurch startet zum Kabel runter. Also ist schon Kraftstoff in den Leitungen, im Filter. Wobei, ja, ich würde zurücklaufen. Gut, dann haben wir daheim den Vergaser Schwimmerkammer schon entlüftet, also da, der ist ja auch ausgebaut gewesen, da haben wir jetzt schon alles voll mit Benzin gemacht. Alle Flüssigkeiten sind drin, ersetzt. Jetzt den wir geschwind anmachen. Gucken Sie geschwind, da haben wir die Batterie angeklemmt, ist der Motor, geht allein. Sie müssen ja schon das Gaspedal durchtreten, dass die Startergabe zumacht. Oder ich. Also Vergaser ist noch nicht eingestellt, da steht auch ein Dinger, da müssen wir mal fahren, da muss ich alles sauber machen. Läuft, ist ruhig, klebert nicht. Ach so, was auch wichtig ist, der Kettenspanner rausmachen und entlüften. Man kann den Kettenspanner, wenn man weiß nicht, was der macht, wenn der damit dicht ist und die Kette wackelt ihn nebeneinander, ist das ganz ungefährlich. Also wenn der Bindedeckel drunter ist, Kettenspanner startet, kein Druck mehr raus, neu entlüften. Also danke, wir gehen schon lieber, noch gucken uns drüber was an und dann ist. Radio ist auch gegangen. So, sie geht ein bisschen schneller laufen, dann geht es auch schneller. Bei den Kuppeln haben wir jetzt schon ein bisschen was geschweißt, können Sie gerade schön drunter gucken. So, die Stoßdämpferaufnahme ist auch gerichtet. Das ist jetzt alles nochmal verschliffen. Da muss noch ein Loch reingebohrt werden. Und ich glaube, da oder da kommt auch noch ein Loch rein. Und zum Konservieren werden wir hier auch noch ein Loch reinbohren dahinter. Da ist es noch offen. Aber es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu dunkel. Jetzt haben wir gerade keine Lampe da. Darf ich gerade noch schnell in die Ausstellungshalle gehen? Ist auch fast ein bisschen dunkel da drin, aber man sieht es vielleicht trotzdem. Ist auch ein 904 Dunkelbau, da haben wir noch einen schönen Kombi. Der war komplett auseinander, ist geschweißt und ist jetzt neu lackiert. Und den müssen wir eigentlich jetzt auch irgendwann mal zusammenbauen. Sind auch die Beplankungen in der Kontrastfarbe neu lackiert, die sind alles noch im Auto. Also, dann Dankeschön mal fürs Zuschauen. Ja, tschüss.